Situation. Wir sind das musikalische Rahmenprogramm zu eurer Unterstützung. Wir sind die bolschewistische Kurkapelle Schwarz-Rot aus Berlin. Wir sind hier mal gegründet worden in Prenzlauer Berg, als niemand einen Job hatte und trotzdem waren alle froh. Schon 40 Jahre hier. Und unser erster Song lautet Heimlicher Aufmarsch der Arbeitslosen. Ein Stück, was Bertolt Brecht und Erich Weinert vor 70 Jahren komponiert haben, allein für diese Demonstration. Und gekifft haben die damals auch schon. Das nur noch mal für die Legendenschreibung. Der heimliche Aufmarsch! Und der nächste Song vor 5 Jahren für die Demo geschrieben von einer Hamburger Band, die wir toll finden, den Namen verraten wir nicht. Und der Song heißt im Original Stürmt das Schloss und er wird gesungen, weil wir eine sehr internationale Kombo sind von einem auf den Bermudas geborenen britischen Staatsbürger, der in den USA aufgewachsen ist in Seattle und dort die kommunistische Partei von Washington State gegründet hat. Ein Applaus für Robbie Doody Williams! Der singt auf Deutsch und Amerikanisch für euch. Was will man mehr an diesem Tag? Thank you.
abgeschlossen. Gesperrt in losen Sand, teilt das lustige Meer, jagt der Nachhall hinterher. Gesperrt in losen Sand, teilt das lustige Meer. Alle Superstars, Hand in Hand, den Tonenbart, Gitarren, Schlagzeug und Bass, euch eint Einigkeit und Hass. SDF, SDF, SDF! Handblasmusik mit der bolschewistischen Burgkapelle und Kapsakan Tokotronic. Ihr Lieben, wir spielen jetzt ein Lied, eine persönliche Geschichte, ein französischer Protestsong, der davon handelt, wie das Arbeitsleben, das Berufsleben, das Privatleben negativ beeinflusst, das Beziehungen verhindert, Glück und Liebe und auch Sexualität verhindert. Romy ist hier bei mir. Ich habe an meinem Revers einen französischen Button, den ich selbst nicht vortragen kann, weil ich das Französisch nicht mächtig bin. Romy, kannst du mal ablesen, bitte? Le capitalisme nuit gravement à la santé. Oh je, das heißt so viel wie Kapitalismus ist sehr schädlich für eure Gesundheit und das private Wohlbefinden. Ein Lied aus Frankreich mit einem schönen Chor, den ihr vielleicht kennt, der geht so oh, 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 oh. Wenn ihr Lust habt, macht ihr mit, wenn ihr das erkennt, die Stelle, wo das passt. Nicht die ganze Zeit bitte, denn wir haben euch auch was mitzuteilen. Los geht's. Ich kam noch von der Party, mal wieder ohne Partnerin. Bettdecke weg, ich geh raus aus dem Bett, schnell ins Bad gewetzt. Schnell pinkeln, waschen, Zähne putzen. Ich will mich anziehen, da such ich die Klamotten. Ich hab dir noch nicht aufgeräumt, nicht mal meine Socken. Und draußen auf der Straße, da fährt mir der Scheißbus weg. Und ich stand voll im Haltestelle weg. Kicken sie alle blöde. Ich sag, ich hab verschlafen. Die Brüder sind so böse. Da können sie irgendwie nicht drüber lachen. Weil jeder hat doch hier seine Pflicht zu machen. 3 Stunden Verspätung, 2 Stunden bin ich da. Noch 6 Stunden Schinder, kann ich nicht verhindern. Feierabend, doch ich weiß nicht, was ich feiern soll. Die Menschen spielen Tour, doch ich fühle mich voll. Ein neuer Tag beginnt, die Sonne lacht mir ins Gesicht. Spiegel guckt ein Tiger, das war eine der Pflicht. Ich bin ins Büro, ich sag es vorbei. Ich mach hier nicht mehr mit, nee, ich mach hier so frei. Thank you.
von uns zum Thema Arbeit, Essen, Seele auf. Und wenn jemand isst, muss er auch einen Mund und einen Bauch haben. Das sind die, die die Arbeit geben angeblich. Dabei geben wir sie, möchte ich auch mal betonen hier. Jo. Richtig, Arbeitgeber ist ein völlig falscher Begriff. Und das Lied heißt Menschenfresser. Und ich singe Corinna. Christlichen Kloster, evangelisch oder katholisch, ist mir gerade entfallen. Ein Mensch guckt uns zu, ein Mensch und ein Mönch. Hallo Mönch und Mensch, kommst du runter, dann freuen wir uns. Nein, er muss viel beten heute noch, er hat keine Zeit, sagt er gerade. Das nächste Lied ist ein Schlager von einem großartigen österreichischen Künstler, der die Staatsbürgerschaft aus Protest gegen die Verhältnisse in dem Land dort, Österreich, mal niedergelegt hat und lustigerweise die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen hat. Die Kenner unter euch wissen schon, Georg Kreisler, ein Wiener Jude und Künstler, wie man ihn sich nicht besser vorstellen kann. Und wir verehren ihn sehr und haben nach seinem Tod mehrere Titel von ihm gestohlen und gecovert. Und einen spielen wir jetzt vor, ist eigentlich der größte Smash-Hit, den er jemals geschrieben hat. Ein Ehepaar geht in den Park. Was tut das bürgerliche Ehepaar? Es unterhält sich gepflegt und es vergiftet die armen Tauben.
Eieiei. Und da wir in Berlin sind, haben wir einen speziellen Dialekt uns ausgedacht, auch für die Kolleginnen und Kollegen, die Bürgerinnen und Bürger der deutschen Volkspolizei, nämlich das Bad Freienwalder Kanaldeutsch. Ist eine Subart des Brandenburgisch, und Romy kommt von dort. Sie kann also als Einzige hier auf diesem Platz Bad Freienwalder Kanaldeutsch genau hinhören. Ist nicht berlinerisch, ja, darauf möchte ich nochmal hinweisen. Noch so ein Smash-It von unserem Lieblingskomponisten und unserem Lieblingsdichter Hans Eisler und Bertolt Brecht, die beiden, und haben einen sehr, sehr christlichen Song im Prinzip. Wir hatten ja vorhin hier, wir wussten ja den Text von Carsten Krampitz, glaube ich, dass er die Bibel interpretiert. Wir haben es auch gemacht mit Hilfe von den beiden Autoren. Es geht um Nächstenliebe, vertont von Brecht und Eisler. Und wir hören uns das mal an, und es liegt nochmal Kobi für euch. Könnt langsam mal anfangen, Bonbonpapier auf die Straße zu schmeißen, falls ihr euch das traut. Also bis dann. Nächste Liebe ist das nächste Motto von uns. Vorbei, Sonne, ich mag einen Sonnenblick.
eine Lobeshymne auf unsere Heimatstadt Berlin. Die Stadt, in der es am schönsten ist, arbeitslos zu sein. Hier scheint immer die Sonne, es gibt immer Geld für alle. Ein Lied aus den 80ern, als es noch so war, dass in West-Berlin alle Sozialhilfe bekamen und wir im Osten dafür arbeiten mussten. Geschrieben von, ja, sonst ging das ja nicht im Westen. Warum wird es ja heute auch schwierig? Von Annette Humpe, das Lied heißt Berlin, ist damals mit ihrem Projekt Ideal entstanden und es singt für euch unser Roland. Schucker, Schucker. Annette Humpe, ein Liebeslied. Da sucht jetzt jeder einen Nachbarn und eine Partnerin oder einen Partner und dann tanzen wir Pogo zusammen. Habt ihr Bock? Ja! Bock? Ja! Bock? Ja! Okay, Rote Liebe singt Corinna. Time.
Ja, feministischer Text von einer Feministin gesungen und von einem Blasorchester begleitet. Ich würde sagen, es ist ein Alleinstellungsmerkmal heute in Berlin, in ganz Deutschland und Europa. Sie werden keine vergleichbare Veranstaltung finden, wo Sie das sehen können, handgemachte feministische Musik von Feministen. Denn alle Männer sind ja auch Feministen, ist klar. Der nächste Song, damit betreten wir wieder ein bisschen unseren, also künstlerisch geben wir jetzt GAU International sozusagen. Und zwar, wir gehen nach Amerika, gibt einen ganz wunderbaren Zeichner, Walt Disney, also eure Kinder zum Beispiel kennen den ja, Walt Disney ist der mit den Donald Duck und den Piraten und wie die alle heißen, und da kann man sich gut unterhalten. Der war aber auch mal Antinationalsozialist, und zwar 1942 hat er einen Zeichentrickfilm gemacht gegen Adolf Hitler, in 8 Minuten immerhin, der es auch ins Kino geschafft hat, und die Filmmusik daraus von Spike Jones, And the City Slickers, die präsentieren wir jetzt hier. Also was ihr euch merken müsst, Walt Disney in seiner antinationalsozialistischen Phase als Zeichner und Künstler und späterer Monopolist. Dazu Spike Jones, And the City Slickers, ein Nummer 1 Radiohit aus der Zeit. Und das ganze thematisiert Adolf Hitler und die Perspektive, die die Amerikaner auf Hitler hatten. Und ich soll sagen, den 9. Mai, am 9. Mai spielen wir im Tiergarten und in Treptow, da wird das wieder aufgeführt. Also internationale Musik gegen Adolf Hitler und natürlich, weil es auf Englisch ist, nochmal Robin Dudley Williams, der das singen wird für euch, und es wird total großartig. Riding
Eltern leben in London, manchmal kommen die zu Besuch. Wer kann es besser machen als er? Keiner von uns. So, weil wir jetzt diese internationale Strecke irgendwie aufgemacht haben, müssen wir natürlich irgendwie ein bisschen auch eine Gegnerschaft betreiben, eine künstlerische. Was macht man da? Logisch, man geht nach Russland. Da gibt es diese Strumpfhosenmädchen, die in Kirchen oder auch Moscheen ihr Unwesen treiben, oft arbeitslos sind, aber irgendwie interessante Künstler einen Plattenvertrag mit Madonna gehabt haben. Aus dieser politischen Situation, also diese Strumpfhosenmädchen in der Kirche, Pussy Punk heißt die Kapelle, die nie eine war, haben wir ein Medley gemacht, der schönsten Akkorde von Pussy Punk. Heiner hat sich hingesetzt in Nachtarbeit, hat die einzigen Akkorde, die man aus der Musik raushören kann, zu einem Stück Musik zusammenkomponiert. Das ist eine Leistung, die auch keiner vor ihm verbracht hat. Ich hatte Zeit. Er hatte Zeit, aber arbeitslos in der Phase. Also... Und von Christoph, unserem Trompeter, stammt im Prinzip eigentlich die Motivation für den Song, der eigentlich ist. Wir haben uns gefragt, wollen wir das überhaupt machen mit denen? Ach, naja, weißt du, so politisch und so direkt, Tagesbunde. Und hat er gesagt, wir sind überhaupt dagegen, dass jemals ein Punker ins Gefängnis muss. Und im Prinzip heißt genauso dieser Song. Und wir haben ein Duett, Romy und Heiner. Es wird gerappt und gebettelt und was das Zeug hält. Und ja, das war's. Pussy Punk. Ich kenne Strumpfhosenmädchen, um mir nichts falsch zu verstehen. Es sind Strumpfhosenmaskenmädchen. Nichts gegen Strumpfhosen, nichts gegen Frauen, nichts gegen, viel gegen diese Unterscheidung. Ihr wisst schon, was ich meine, ne? So korrekt sein. Ja? Jetzt sind wir korrekt. Alles klar, los geht's. Auf Nummer 1 gelangt war, bekam eine Anfrage, eine Filmmusik zu machen. Für einen, der, weil er Arbeit sucht, nach Sibirien musste. Das war Joachim Krohl. Der Film hieß ausgerechnet Sibirien. Und da mussten ja auch die von Pussy Riot hin. Ne? Und da haben wir gedacht, machen wir das genauso. Wir machen ein Lied für Pussy Riot und für Joachim Krohl. Und wir haben dann das Glück gehabt, für viel, viel Geld, dass wir natürlich in tolle Projekte gesteckt haben und so weiter. Nichts davon haben wir behalten. Haben wir die Titelmusik gemacht zu diesem Film, ausgerechnet Sibirien. Heißt Dorajnaya, das Lied, das heißt so viel wie auf Achse, unterwegs, immer auf der Suche, nie zufrieden, immer mehr wollen, aber nur das Gute, so ein Zeug, was Positives.
Okay, ich spiele noch drei Titel, dann könnt ihr endlich Bier trinken und Tofu-Würstchen essen. Und das ist jetzt nochmal ein Protestlied aus einem Land, was es nicht mehr gibt. Es hieß lustigerweise Deutsche Demokratische Republik aus irgendeinem merkwürdigen Grund. Und es ist ein Protestlied, was sich im Prinzip einreiht in sehr viele Protestdinge, die damals passiert sind, von Arbeitslosen und Arbeitenden gegen die Ausbürgerung von Wolf Biermann. Wolf Biermann, wisst ihr, hat im Prinzip im Nebenberuf auch den Farbfilm erfunden. Wissen einige von euch, die sich künstlerisch für diese interessante Person und interessieren, Liedermacher, Funktionär und alles Mögliche. Und aus dieser Zeit, von ihm selbst komponiert, stammt der Song Du hast den Farbfilm vergessen. Orwo 400 ASA-Kanonensong, merke ich gerade, heißt da im kompletten Titel. Wolf, ein Wolf-Biermann-Song. Und Romy singt für euch. Eine bessere Interpretin von Wolf Biermann haben wir nicht. Ein Protestlied gegen seine Ausbürgerung, aber sehr fröhlich gehalten und spielt am Ostseestrand, kann ich noch verraten, in Hiddensee. Also wer das nicht zusammenkriegt, der muss mir ein Bier ausgeben, ist klar, logisch. Bis gleich. Na dann. Hoch stand der Saturn am Strand von Hiddensee. Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten aus dem Bau. So laut entlud sich mein Leid ins Himmelblau. Ja, so verstummte mein Nacht auf den Sand und schlug mich von meiner Schulter deine Hand. Micha, mein Micha, und alles tat so weh. Tu das noch einmal, Micha, und ich hau ab hier. Du hast den Farbfilm vergessen, mein Michael. Das ist kein menschliches Wahrhaben. Du hast den Farbfilm vergessen, bei meiner Seele. Alles blau und 19 Uhr, was steht da nicht mehr. Okay, dann kommt jetzt das einzige Lied, was wir haben, wo unser Schlagzeuger singt. Sashi kommt aus Kiew, er war da im Widerstand und er singt für euch ein Lied und wir begleiten ihn. Genau hinhören, weil es sind sehr kurze, aber sehr charakteristische Sequenzen. Er trommelt natürlich trotzdem, logisch. Und er kriegt bei uns aus Fairnessgründen kein Mikrofon. Ich weiß nicht, wer das beschlossen hat, aber man hört es trotzdem und wir werden ihn verstärken als Chor. Also ein Stück aus der Ukraine von einer Band, die heißt Video. Pop, die Videoklasse war 1986 gegründet, die verehren wir sehr, die sind toll. Sascha kommt daher, er singt für euch und wir begleiten ihn. So muss man sich das vorstellen. Und ihr könnt tanzen. Thank you.
Joshi am Schlagzeug, der wunderbar singen kann. Der Mikrofon haben wir nicht mehr gehabt. Okay, jetzt kommt noch eine letzte Nummer. Ja, da könnt ihr mal mitsingen. Der Text ist leider sehr einfach. Der geht. Erkennt ihr dann, wenn es soweit ist? Und dann hören wir auf und dann trinken wir zusammen ein Bier. Die Sonne scheint jetzt auch pünktlich zum Abschluss. Also ein wunderbarer Nachmittag in Berlin. Ja, das war's. Toll, dass wir dabei sein durften. Danke ans Beiz, danke an euch. Horn, Matthias am Waldhorn, Thomas an der Tuba, Sascha am Schlagzeug, dabei war Romy am Gesang, am Altsaxophon, Corinna gesungen, Klarinette gespielt, Christoph Böhm an der Trompete, Roland Klarinette, Gesang, tolle Reden gehalten. Heiner an tolle Reden halten, komponieren, arrangieren, sprechen, laufen, singen und rappen und Trompete spielen. Das war die bolschewistische Kugelbälle Schwarz-Rot. Euch noch einen schönen Abend. We'll be right back.
Die andere Hälfte. Die erste dazu. Okay, und jetzt alle. Auch die Kinder. Komm nochmal, Kinder mit. Zeitfragen, könnt ihr noch? Die heißen Rotfronski, Emigranski, Ragamuffin Kollektiv. Die können heute leider nicht hier sein, weil wir hier sind. Aber dafür spielen wir ihr Lied. Für euch. Das heißt Burden Style, so was Modernes, so Hipsterzeug. In verschiedenen Sprachen. Da wird Russisch drin vorkommen, ein bisschen Deutsch. Und mir fällt mir sich ein. Tolles Lied. Das singe ich zusammen mit Romy. Romy, bist du bei? Nimm das Mädchenmikrofon mit dem roten Kabel. Blaue. Alles klar. 9. November, nee, Quatsch, Februar, ne? Mai. Spielen wir. Na, Mai. 9. Mai spielen wir hier am Sowjetischen Ehrenmal im Rosengarten. Kennt ihr die Veranstaltung? Tag des Sieges, wenn ich feiert, hab verloren. Wir feiern, kommt da hin. Wird eine große Sache. Wer es ein bisschen offizieller haben möchte, dann spielen wir am 9. Mai, jetzt habe ich das Datum drauf, 14 Uhr, am Sowjetischen Ehrenmal, am Brandenburger Tor, das mit dem Panzer. Da spielen wir auch. Auch eine große Sache. Tiergarten ist das. Das ist 14 Uhr, das andere beginnt, glaube ich, 17, 16 Uhr. Antifa, Verfolgte des Naziregimes, und wer da alles mitmacht. Die graben auch jedes Jahr noch einen Veteranen aus, der noch lebt. Das ist eine sehr coole Veranstaltung, sehr sehenswert, sind wirklich die Russen. Das wissen die wenigsten von uns, dieser Tag ist enorm wichtig für die Russen, die in Berlin leben. Die kommen da wirklich im besten Anzug, die Kinder haben riesen Schleifen im Haar. Da liegen Tausende oder Zehntausende von Blumensträußen vor diesem Ehrenmal. Allein deswegen ist es schon sehenswert und natürlich, weil wir im Prinzip, ja, nicht was heißt im Prinzip, wir müssen uns dankbar sein und wir haben mit den Russen gewonnen. Das wollte ich nochmal sagen. 9. Mai am Sowjetischen Ehrenmal. Wir sind auch dabei und natürlich viele andere gute Musiker. Schön im Style. Yeah.
Nochmal ganz vielen Dank an die Bolschewistische Kulturkapelle. War schön, dass ihr dieses Jahr Zeit hattet. Und natürlich danke an alle, die den Lautsprecherwagen geschoben haben, die Transparente getragen haben und überhaupt. Und ja, jetzt der gemütliche Teil und einen schönen Abend euch noch. Tschüss. Thank you.